Hallo, ihr Lieben, hier ist Eva. Heute zum Thema Mitgefühl. Und zwar in der besonderen Situation, wenn dir ein Mensch oder eine Menschengruppe näher auf die Pelle rückt, als dir lieb ist und das mit einer anderen Absicht, als die du hast, also mit einer Absicht, die du nicht teilst. Mitgefühl ist dann noch relativ einfach, wenn du die Möglichkeit hast, eine gewisse Neutralität zu wahren, indem dich das einfach nicht so betrifft, die Verhaltensweisen oder die Charakterzüge, die du da ablehnst oder ablehnend, mit denen du in Widerstand bist. Aber was ist in Momenten, wenn es dich dann eben betrifft, wenn es auch schwieriger wird, auszuweichen? Wie kannst du da in eine Haltung des Mitgefühls kommen? Grundsätzlich ist es immer ganz gut, wenn wir über solche Begriffe debattieren, was sind denn so die Konzepte von Mitgefühl oder was ist denn dein Konzept von Mitgefühl oder was ist auch deine körperliche Reaktion, wenn du das Wort Mitgefühl hörst oder deine emotionale Reaktion. Du kannst das spüren, ist es da etwas, wo du in dir spürst, deine Zellen öffnen sich und streben dorthin, sehnen sich in diese Richtung, Mitgefühl, diese Haltung des Mitgefühls, oder spürst du eher so ein Zusammenziehen und eine Abwehr? Und was hat das dann auch wiederum mit deinen Konzepten zu tun über diesen Begriff Mitgefühl? Ein Konzept könnte zum Beispiel sein, dass du die Vorstellung hast, es bedarf eines ganz, ganz tiefen Verständnisses von den Beweggründen und von der Ursache dessen, was du da ablehnst, an ja, Charakterzügen, Eigenschaften, Verhaltensarten, Herangehensweisen. Bis du so zu dem Punkt der Liebe wiederkommst, also wo du eine Vorstellung davon entwickeln kannst, dass dieser Mensch auch letzten Endes diese Entscheidungen in einer guten Absicht getroffen hat oder in einem Verständnis der Liebe, so wie es ihm halt zugänglich war. Und egal, was dann dabei rausgekommen ist und ob es dir jetzt gefällt oder nicht, oder ob du es nachvollziehen kannst oder nicht, hilft dir dieser Gedanke dann, also diese Herangehensweise, Mitgefühl zu entwickeln. Das würde natürlich auch eine gewisse Nachsicht implizieren. Oder du hast die Vorstellung, dass du so dich ganz zurücknimmst, persönlich ganz zurücknehmen musst, um einen Raum herzustellen von Liebe und tiefem Verständnis, damit etwas heilen kann und sich so transformieren kann, wie es dir besser gefällt. Oder aber du gehst in die Richtung so weit, dass du sagst, du musst die emotionalen Beweggründe für diesen Menschen durchfühlen, sie zu deinen eigenen machen, durchexistieren. Also deine Vorstellung von dem, was in dem anderen Menschen vor sich geht, am eigenen Leibe erleben, das wäre dann schon so sehr nah dran an dem Begriff Mitleid vielleicht. Ja, und mal angenommen, das ist noch nicht so alles das Gelbe vom Mitgefühlsei. Wie wäre es denn so mit damit, dass Mitgefühl gar nichts damit zu tun hat, dass du positive Emotionen generieren musst hinsichtlich etwas, was du ablehnst, um damit in Frieden zu kommen, sondern ganz im Gegenteil, dass Mitgefühl etwas sehr Nüchternes ist und dass sich in Mitgefühl eine in Liebe stattfindende Desillusionierung vollziehen kann. Insofern, dass in dem Moment, wo du die Haltung des Mitgefühls einnimmst, sich jegliche emotionale Verstrickung auflöst, dadurch, dass du den anderen Menschen einfach so siehst, wie er ist. Ob du das jetzt gut findest oder schlecht findest oder was du dafür eine Bewertung hast, ist egal, es ist einfach so,
wie es ist und es geht eigentlich nur noch darum, wie positionierst du dich gegenüber diesen Menschen, dass du anerkennst, du wirst diesen Menschen so nicht ändern können, es sei denn, er hat dich danach gefragt. Und selbst dann ist es noch eine Frage, ob du die Befugnis hast. Die Frage ist, was machst du im Leben dieses Menschen oder was machst du in dieser Institution oder in dieser Personengruppe, die andere Denkstrukturen, andere Herangehensweise, andere emotionale Muster hat, als die, mit denen du dich persönlich umgeben möchtest. Mitgefühl ist ein dich verbeugen, dich ein verneigen vor dem So-Sein der anderen, des anderen und in Klarheit in den Weg zu gehen und aufzuhören, dich abzulenken und auch auszupowern durch emotionale Schauspielereien, wo du dich emotional aufreibst durch deinen Widerstand, durch Ärger und Wut und auch Traurigkeit und selbst auch Angst, dass du auch durch diese Angst hindurch guckst, was ist die eigentliche Angst, was ist die tiefsitzendste Angst. Und das ist oft gar nicht so einfach, weil es uns extrem herausfordert und uns auf uns selbst zurückfordert, die Klarheit zu kommen, diesen einsamen Weg auch zu gehen und zu gucken, was kannst du denn mit dir anfangen, wenn du all diese emotionalen Dramen lässt? Was stehen denn dann für Entscheidungen an? Wenn du aufhörst, andere Menschen dazu zu benutzen, sie entweder zu bewundern und dir irgendwelche Vorteile zu erhoffen, wenn du in ihrer Nähe bist, oder Menschen abzulehnen und gegen sie anzukämpfen, dich zu vergleichen, sondern dich auf dich zurückzubesinnen. Und es ist eigentlich eine ganz schöne Redewendung. Was kannst du dann mit dir anfangen? Mitgefühl ist Nüchternheit und Klarheit. Das ist mein Impuls heute, den ich gerne dir übergebe. Und ich freue mich sehr über Austausch. Es ist gut, über diese Begriffe zu kontemplieren und einfach Klarheit für dich zu bekommen. Was sind deine Werte? Was möchtest du weiterleben? Was möchtest du ausbauen in deinem Leben? Was möchtest du an Beziehungen ausbauen? Wie wäre es auch, du würdest mit deinem Partner, mit dem du Liebe lebst, wie wäre es mit deinem Partner, mit dem du deinen Erfolg lebst, also Geschäftspartner oder Lebenspartner, in diesen Raum des Mitgefühls und der Klarheit zu kommen? Um diese Beziehung auszubauen, um dieser Beziehung einen Wandel zu geben oder auch dich aus einer Beziehung zu verabschieden. Und auch was Institutionen betrifft, frage dich, was sind deine Denkstrukturen auch in Bezug auf das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Sicherheit? Was ist dein Thema mit Autorität? Was ist dein Verständnis von autoritären Institutionen und wie du dich ihnen gegenüber verhältst? Wo gibt es etwas aufzulösen? Wo gibt es etwas gerade zu rücken? Wann ist es gut, sich zu beugen? Wann ist es auch gut, aufzubegehren und Differenzen anzuerkennen und die Konsequenzen daraus zu ziehen?
Also, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über die Diskussion, ich freue mich auch, wenn du dieses Video teilst, wenn du das Gefühl hast, dass es dir gute Denkanstöße gegeben hast. Und ja, sende die Liebe aus meinem Herzen zu dir in deine Welt. Bis dann, deine Eva.